Die USA wollen die Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen im Wert von 300 Millionen Dollar unterstützen. Wie das Pentagon mitteilte, geht es dabei unter anderem um Raketensysteme, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben die USA bereits Militärhilfen im Umfang von 1,6 Milliarden Dollar bereitgestellt. Die Bundeswehr hat heute im Norden von Sachsen-Anhalt das Überqueren der Elbe mit schwerem Gefährt geübt. Das Manöver ist Teil der mehrtägigen Übung Wettiner Schwert. Nach Angaben der Bundeswehr sollten Soldatinnen und Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 und insgesamt 340 Fahrzeuge teilnehmen. Der Gefechtsverband ist für die schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen. Dieser mehr als 30 Tonnen schwere Panzer soll gleich die Elbe überqueren. Sogenannte Schwimmschnellbrücken dienen als Fähren. Es ist die Tagesaufgabe für die Panzergrenadierbrigade 37. Die Übung, ein Stresstest, so der Kommandeur, bei dem geschaut wird, ob alles funktioniert. Die Truppe hier, die ich habe, die ist sehr einsatzfähig und wir sind auch gut ausgestattet. Allerdings sind wir auch eine besondere Brigade. Das heißt, man hat ja auch für uns das Material zusammengeführt, damit wir alles haben, was wir brauchen. Das muss natürlich jetzt Schritt für Schritt auf alle anderen Brigaden auch übertragen werden. Denn generell sind in der Bundeswehr laut eigener Aussage nur 77% der Hauptwaffensysteme einsatzbereit. Deshalb will die Bundesregierung sie mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufrüsten. Dabei fehlt es laut der Wehrbeauftragten des Bundestags nicht nur an großem Kampfgerät. Am dringlichsten sind Anschaffungen, die die unmittelbare Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten betreffen. Das beginnt bei Helmen, das geht über Kälte- und Nässeschutz bis zu Schutzwesten. Aber dann gehe ich auch weiter, eher kleineres Gerät, Nachtsichtsgeräte beispielsweise, Funkgeräte. Die Übung im Norden von Sachsen-Anhalt ist schon lange geplant, steht nicht im direkten Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber wir stellen uns auf ein Szenar ein, das wir jetzt leider sehr ähnlich in der Ukraine erleben. Dass ein Gegner angreift, einen unserer Verbündeten angreift und wir dort das Land verteidigen müssen. Das ist genau diese Szenarien, die wir hier machen. Insgesamt dauert das Manöver rund 2 Wochen. Im kommenden Jahr wird die Panzerbrigade in der schnellen Eingreiftruppe der NATO eine Führungsrolle übernehmen. Im Falle einer Krise müsste sie innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein.